Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Anrufe mitgebracht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen Telefonaten. Guten Tag, Herr Stein. Hm. Schönen guten Tag, mein Name ist Markus Hegemann von Goldenegis Global bezüglich hier Anmeldung. Darf ich fragen, wäre es für Sie jetzt in Ordnung mit mir zu sprechen? Wenn Sie die Musik da im Hintergrund ausmachen, dann ja. Ja, also die Musik ist nicht mehr da, also es gibt viele, viele Kunden, viele anderen Kollegen, Mitarbeiter, deswegen Musik ist an. Ja, wir nee, dann macht also man ja die Musik aus und nicht an. Leider kann ich es nicht machen, also einen Moment, ich mache es ein bisschen besser für Sie. Warum kann ich mich hören, also am Lautsprecher? Jetzt höre ich Sie nicht mehr. Also, hallo? Sie Musik hören jetzt. Ist da noch einer? Okay. Entschuldigung, ich bin noch hallo? Da. Hallo? Hören Sie mich? Jetzt höre ich Sie wieder, ja. Okay, wunderbar. Ja, aber also, die Musik da im Hintergrund ist lauter als Sie, also, nee, so nicht. Es ist nicht so laut, also hoffentlich können Sie mich hören. Also, Sie können mich da verstehen, ja? Nein. Wie immer ist hier natürlich die Musik ein bisschen rausretuschiert, damit es nicht ganz so extrem rüberkommt. Aber ihr hört es. Es ist wieder unfassbar laut in diesem Callcenter und naja, tolle Ausreden hat der nette Herr ja auch parat. Mal schauen, was er sich noch so alles einfallen lässt. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung an. Ja, Sie denn haben sich angemeldet bei unserem Partner. Und ja, aber erstmal die Musik ausschalten. Warum mögen Sie die Musik? Vielleicht soll ich eine andere Lieder anschalten. Nee, aus. Abschalten. Besser hören. Hallo? Ja, können Sie mir hören jetzt? Hallo? Tja, die einzige Idee, die ihm einfällt, ist irgendwie sein Mikrofon jedes Mal leiser zu drehen, sodass man ihn dann gar nicht mehr versteht. Tja, die Logik erschließt sich mir überhaupt nicht, aber naja, ich sag mal, wenn man die Musik ausmachen würde, dann würde man ihn auf jeden Fall deutlich besser verstehen. Ich habe euch schon mal gesagt, in den Videos kommt das immer nicht mehr so rüber. Allerdings muss ich ja hier mit meinem Festnetztelefon, also mit dem Festnetztelefon, mit dem ich das aufzeichne, muss ich auf Lautsprecher telefonieren, damit das Mikrofon eben das Gespräch aufzeichnet. Und über Lautsprecher hört sich das für mich natürlich nochmal viel, viel krasser an, als ihr das hier nachher in der Aufnahme habt. Hallo, Herr Stein. Ich kann mich im Hintergrund hören, das heißt, dass Sie können mich da hören. Also, mein Name ist Markus Hegemann, ich rufe Sie aus von Golden Gates Global, also es ist unsere Brokerfirma. Sie haben sich bei unserem Partner angemeldet und Interesse gezeigt für automatisiertes Handelssystem. Hallo? Ja, ich habe gesagt, wir reden erst weiter, wenn die Musik aus ist. Musik ist aus, was meinen Sie? Ja, abschalten. Musik ist aus. Nein, ist nicht aus. Aspekte. Also, ja, verarschen kann ich mich alleine. Die Musik läuft im Hintergrund. Nein, ich verarsche Sie nicht. Also, Musik ich höre die aus. Musik. Aber vielleicht, das ist in Ihrem Unternehmen. Vielleicht, so, also, reicht mir jetzt. Arbeit ich wünsche noch einen schönen Tag, ja? Tschüss. Hallo? Herr Stein? Ich kann mich im Hintergrund hören. Hallo? Ich hab gesagt, wir reden weiter, wenn die Musik aus ist. Okay, ja, aber Sie sind doch am Telefon noch. Also, das heißt, Sie haben Interesse. Okay, mein Name ist Markus Hegemann. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung. Kann es sein, dass irgendwas in deinem Gehirn nicht funktioniert? Ja, also, ich sag mal, ich zeichne die Gespräche hier immer um einiges weiter, also um einiges vor den Schnitten hier auf. Das heißt, ich sammle eine Weile und schneide dann mal wieder eine Runde und dann haben wir wieder Potenzial für 2 Monate fließende Videos am Band. Ja, also die gleiche Frage, die ich ihm gestellt habe, die habe ich mir hier auch gerade gedacht. Ich sage, ich will mit ihm nicht weiterreden und der macht einfach weiter und sagt, na gut, dann haben Sie ja Interesse und dann machen wir jetzt hier einfach weiter und dann fährt er da einfach an seinem Text fort, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist aber auch noch nicht alles. Der Typ, der ist wirklich der Meinung, dass die Musik da im Hintergrund mittlerweile ausgeschaltet ist. Also, ich sag mal, das hört man ja sogar jetzt hier noch, obwohl schon alles rausretuschiert ist, dass da im Hintergrund einfach wahnsinniger Krach herrscht.
alles funktioniert. Nee, sehr scheinbar nicht. Wundertön, ich würde sagen. So, jetzt die Musik aus. Also, warum sprechen Sie so mir? Ja, weil weil mich das stört. Es Ihnen stört? Also, ich brauche mit einer unseriösen Firma nicht weitersprechen. Das ergibt keinen Sinn. Ja, und Sie sind unseriös. Ich rufe Sie an und so. Also ja, ihr seid unseriös. Mach da jetzt die Musik aus. Kein Kunde. Ja, hat mir mach gesagt, doch jetzt mal die Musik so aus. Stört. Ja, die stört. Mach aus. Die stört. Also, Entschuldigung. Ja, nicht angenommen. Sie bitte jetzt meine macht er aus. Fragen antworten, wenn Sie sprechen möchten. Also, leider kann ich meine Musik nicht ausschalten. Ja, dann können wir leider nicht miteinander kommunizieren, weil ich kommuniziere nicht mit Betrügern, währenddessen Musik im Hintergrund läuft. Ich habe es so leise gemacht, wie ja, jetzt das interessiert ist. Mich nicht. Ausschalten. Ich weiß nicht, warum ihr Betrüger das nicht kapiert, dass man die Musik im Hintergrund, das ist doch auffällig. Nur Betrüger-Callcenter haben Musik im Hintergrund, keine normalen, legalen Callcenter. Und genau so sieht's einfach aus. In jedem normalen, seriösen Callcenter, in dem ihr selbst anruft oder von dem ihr vielleicht auch angerufen werdet, läuft definitiv keine Musik. In deutschen Callcentern ist das auch nicht üblich. Also selbst wenn's Abzocker-Callcenter sind, läuft da einfach keine Musik. Ja, so macht man einfach keine Geschäfte, ist doch logisch. Nur Betrüger. Ja, nur Betrüger. Absolut ausschließlich also nur Betrüger-Callcenter. Haben Sie Erfahrung mit Betrüger schon? Ja, jede Menge. Die rufen jeden Tag mindestens 40 Betrüger an und lassen sich dann auf YouTube veröffentlichen, so wie du. Nein, doch. Ich rufe Sie als erstes Mal heute an. Ja, das weiß ich doch, aber interessiert mich auch gar nicht. Jetzt mach deine Musik da aus. Sie haben sich vor kurzem bei uns angemeldet, also bei unserem Partner, Entschuldigung. Ja, kann es sein, dass irgendwas... Kann es sein, dass irgendwas in deinem Gehirn nicht funktioniert? Ich rede doch, glaube ich, klar und deutlich. Ich meine, dein Deutsch ist Kakerlakendeutsch. Das ist absolut unterirdisch, das wissen wir schon. Das ist bei jedem Betrüger so. Aber die Musik im Hintergrund, die ist wirklich absolut nervig. Und deswegen wäre es schön, wenn du die Musik jetzt endlich mal abschalten könntest. Of course. But I would really appreciate it, hallo, was soll denn die Scheiße jetzt? Kannst du jetzt mal deine Drecksmusik da im Hintergrund ausmachen und du brauchst mich jetzt hier auch nicht auf Englisch voll labern? Okay. Wir haben einen deutschen YouTube-Kanal. Hier wird ausschließlich nur auf Deutsch beschissen, nicht auf Englisch. Actually, I would really appreciate it if you could speak ja, ich to merke me. Schon, no, bei dir ist irgendwas in deinem Gehirn right komplett now. Kaputt. Ich weiß nicht, was in deiner Kindheit falsch gelaufen sein muss, damit du so einen Job machst, aber das ist doch abartig. Das ist doch abartig, was du da machst. Ich denke dasselbe über Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Glück. Ja, das wünsche ich dir nicht, du Betrüger. Keine Ahnung, was der sich jetzt dabei gedacht hat, mich hier auf Englisch voll zu müllen. Tja, aber weitergekommen ist er damit ja definitiv auch nicht. Ins Wort gefallen ist er mir auch permanent. Unfreundlicher geht's eigentlich nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass ich ja eigentlich von Anfang an klar gemacht habe, dass er mit mir keine Geschäfte machen wird, wenn er so weitermacht. Naja, aber es hat ihn ja nicht interessiert und er zieht hier seine komische Banane durch. Naja, aber ich habe euch noch ein Gespräch mitgebracht. Ja, schönen Morgen, Herr Thaler. Ja. So, sehr schön. Mein Name ist Abelina Schneider und ich bin Vertreterin des analytischen Consulting-Unternehmens FinCloud. Sie haben gestern Interesse an unser Projekt gezeigt und haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Stimmt so? Nö, gestern habe ich nichts gemacht. Hier kann ich gleich anmerken, man hört es glaube ich auch noch an meiner Stimme am Telefon, ich habe tatsächlich noch im Bett gelegen. Die klingeln einen quasi mitten in der Nacht ab 7 Uhr morgens einfach aus dem Bett und ja, labern einen da schon mit dem Müll zu. Also gewohnt war es eigentlich so ab 8 Uhr, dass das Telefon klingelt, mittlerweile ist es tatsächlich schon ab 7 Uhr. Ich glaube sogar einmal schon ab 6.30 Uhr. Keine Ahnung, wie die auf die Idee kommen, um diese Uhrzeiten die Leute anzurufen. So, Sie haben das gestern um 5 Uhr gemacht. So, okay, Herr Thaler, sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung mit Kryptowährungen oder Mining? Also dadurch, dass Sie hier anrufen und mich als allererstes anlügen und dann noch was fragen, ich antworte Ihnen nicht. So, sehen Sie, Sie haben Ihre Kontaktdaten selbst hinterlassen? Nein, habe ich nicht. Um 5 Uhr. Ich glaube, Sie haben einen Dachschaden, oder? Sitzen Sie morgens um 5 Uhr am Computer und registrieren sich bei irgendeinem Betrügerunternehmen? Ich,
ich weiß nicht, wann sie, ja. Ja, ja. So, ich sehe nur Informationen in meinem System. Ja, aber die stimmt ja nicht. So, ja, wir haben kein Interesse an ein zusätzliches Alleineinkommen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich mich nicht anlügen lasse. So, noch einmal. Haben Sie kein Interesse an unser Projekt und ein zusätzliches Alleineinkommen, oder? Mir ist wirklich absolut schleierhaft, wie die tatsächlich auf diese Frage noch kommt, ob ich Interesse habe. Ich glaube, ich habe ihr meine Meinung gleich zum Eingang des Gesprächs deutlich mitgeteilt. Naja, aber irgendwie, man kann es ja nochmal probieren, ne? Also immer wieder das Gleiche mit diesen Abzockern, dass sie tatsächlich irgendwie immer noch die Hoffnung haben, dass man vielleicht doch noch ein bisschen was einzahlt. Habe ich doch gerade beantwortet. Mit dem letzten Satz, sind Sie bescheuert? Fehlt bei Ihnen irgendwas? Sagen Sie mir bitte, Herr Thaler, haben Sie Interesse oder nicht? Kann es sein, dass du behindert bist oder irgendetwas in deinem Gehirn fehlt? Warum sprechen Sie so mit mir? Ich frage Weil nur du kein Frage. Deutsch verstehst. Nein, das war keine normale ich Frage. Deutsch. Du sprichst kein Deutsch. Du bist dämlich. Du fragst immer wieder gleiche Frage und jede Antwort Vielen gleiche. Vielen Dank für diese Kompliment, ja, aber bitte ich schön. Frage nur eine Frage. Sie haben kein Interesse, richtig? Diese Frage habe ich Ihnen bereits fünfmal beantwortet. So, warum sprechen Sie mit mir so? Das ist meine Weil Arbeit. Sie Anrufen sind doof. Fragen. Weil Sie nicht intelligent. So, sind Sie intelligent? Nein. Richtig. Sie sind Nein, nicht intelligent. Ich weiß, dass Sie nicht intelligent sind. Sie sind nicht intelligent mit mir. Ja. Kann sein. Aber das liegt an. So, aber warum? Sind Sie Rassist oder? Was? Also mir erschließt sich wirklich nicht, warum die nette Dame hier immer noch am Telefon ist. Ich denke mal, eigentlich sollte doch hier absolut klar sein, dass sie von mir kein Geld bekommen wird, weil das einfach unseriös ist, so wie sie sich da verhält und es überhaupt gar keinen Sinn ergibt, was sie da von mir will und vor allem um welche Uhrzeit sie mich da anruft und vor allem, wann ich mich da angeblich in dem System eingetragen haben soll. Das ergibt von vorne bis hinten überhaupt keinen Sinn. Sind Sie Rassist? Sagen Sie mir über mein Deutsch und ich frage nur eine Frage. Ich rufe Sie an, weil Sie Interesse an unser Projekt gezeigt haben. Und Sie haben Ihre Kontaktdaten selbst hinterlassen. Ich habe. Welche Fragen um haben Gottes Sie? Um Gottes Willen. Irgendwas stimmt das mit dir nicht. Irgendwas stimmt mit dir wirklich nicht, Püppi. Bei dir ist was richtig kaputt. So, haben Sie nicht gehört? Ich frage Ihnen. Und Sie können das nicht antworten und ich bin dumm, ja? Sehr logisch, aber ich frage nur, haben Sie Interesse an unser Projekt oder nein und Wie alles? Oft willst du mich das jetzt noch fragen? Ich habe da, glaube ich, jetzt schon 8-mal drauf geantwortet. Immer wieder, ich habe dir diese Frage bereits 8-mal beantwortet. Bist du doof? So, nein oder ja, sagen Sie bitte, Herr Thaler. Können Sie das nicht machen oder was? Ich verstehe nicht. Ja, ich weiß, dass du nicht verstehst, weil dein Deutsch ist absolutes Kakerlakendeutsch. Absolut unterirdisch. So, Sie haben kein Interesse, ja? Hab ich nicht gesagt. So, Sie haben Interesse, aber Sie sprechen mit mir so. Warum sprechen Sie mit mir so? Weil du eine Scheißbetrüger und Abzockerin bist. Oh, schön, wie sie sich darüber wundert, dass man keinen Bock hat, sich mit sowas zu unterhalten am Telefon. Ich meine, erstmal schon die Uhrzeit, wann sie einem da aus dem Bett klingelt, denn wann sie der Meinung ist, wann ich mich registriert haben sollte, um 5 Uhr morgens, was absoluter Blödsinn ist, zu der Zeit habe ich definitiv noch im Schlummerland gelegen. Ja, dann unterstellt sie mir Rassismus, was damit überhaupt nichts zu tun hat und auch überhaupt nichts zur Sache tut, denn letztendlich, sie ruft mich ja an und will mich bescheißen und wundert sich über meine Reaktion. Ist ja herzallerliebst. Ich? Ja. Warum denken Sie so? Ja, du bist kriminell. Sowas will ich nicht am Telefon haben. Ich bin nicht kriminell? Na doch, eigentlich schon, aber... Was sagen Sie? Ja, ich sage, das dass du kriminell bist. Das ist ein Quatsch.
Ein Quatsch, du kannst nicht mal Deutsch, du bist ganz schön doof, kann es sein? Ein Quatsch. Sehr kluge Frau am Telefon, ganz blöd. Verschwenden Sie meine Zeit. Ja, klar. Sie können gut flüssig Deutsch, sehr schön. Sie können sehr gut reden, ja, können Sie gut, was ja. Was machen Sie? Sehr klug sein, ja. Sie sind sehr intelligent, unfassbar intelligent, ja. Okay, Herr Thaler, sehr interessant. Ich verstehe Ihre Logik nicht. Ja, Sie können ja auch gar nichts. Sie sind einfach nur eine Kakerlake. Abzocker und Betrüger verstehen halt kein Deutsch, das ist richtig. Sie sind kriminell. Sie sind eine Scheißkriminelle. Nein, das ist bandenmäßiger Betrug, was Sie da am Telefon versuchen. Und Sie verstehen kein Deutsch. Sonst hätten Sie die Frage, die Sie mir 8 oder 9 Mal gestellt haben, auch irgendwann mal kapiert, meine Antwort. Aber das reicht bei Ihnen irgendwas im Gehirn dazu nicht, dass Sie das verstehen. Sie, ich meine, dazu bleiben Sie ja auch so ganze Zeit, die ganze Zeit so lange am Telefon und dann quatschen Sie mir auch mit jedem Scheiß, jedes Mal quatschen Sie mir ins Wort, ohne mich ausreden zu lassen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Finden Sie das denn in Ordnung? Nein, ich habe keine schlechte Erfahrung, aber ich weiß nicht, was Sie hier in der Zeit von mir wollen. Ja, weil Sie komplett bescheuert sind. Sie haben nichts in der Birne. Sie haben in Ihrem Leben überhaupt nichts geschafft, außer die Menschen zu betrügen. Mehr machen Sie ja nicht. Sie sind ja komplett bescheuert. Sie, Betrüger sind. Ja, weil Sie so doof sind. Deswegen denke ich das. Weil da eine absolute Kakerlake am Telefon sitzt, die überhaupt nichts in ihrem Leben geschissen bekommen hat. Bist du jetzt fertig beim Kacken oder warum hast du gerade gestöhnt? Sagen Sie bitte eine Frage. Ja. Haben Sie Fragen? Stellen mir Fragen. Ja, Sie können doch gar nichts beantworten. Dieses Gespräch nicht. Na, ich dachte, Sie können Deutsch, Sie können es aber nicht, weil Ihr Gehirn nicht funktioniert. Warum unterbrechen Sie mich? Na, Sie unterbrechen mich doch ständig. Sie fallen mir doch jedes Mal ins Wort, wenn ich irgendwas erzählt habe, oder nicht? Natürlich. Ja, genau. Sie verschwenden meine Zeit. So. Nein, andersrum. Sie verschwenden meine Zeit. So, haben Sie kein Interesse? Sagen Sie mir, ich habe kein Interesse. Und dann ich auflege. So. Ja, das habe ich doch nicht gesagt. Aber ich wette, haben Sie kein Interesse, ich wette, oder? Das Gespräch auch trotzdem, ohne dass ich das sage. Herr Thaler, sagen Sie bitte ja oder nein und alles. Nur ein Wort. Können Sie das machen? Ein Wort. Weil ich so intelligent bin, lache ich immer, wenn ich was nicht verstehe. Oh Gott. Oh Mann, ey. Du bist aber wirklich damals vom Wickeltisch irgendwie runtergefallen. Kann das sein? Oder irgendwie gegen Lampenmast mit deinem kleinen Dreirad gefahren oder so? Oder wurdest du verprügelt und es war zu heftig? Ich weiß es nicht. Irgendwas fehlt bei dir. Ja, ich höre es alle. Aha, natürlich. Ja. Okay, können wir dann jetzt weitermachen? Ja, sehen Sie, Herr Thaler, wenn Sie mit mir so sprechen, ich blockiere Sie, ja, und setze Ihre Daten in den Block, ja, also Sie können nicht, ja, in Bahn gehen und so weiter. Und natürlich, ich gehe zur Kannst du das nochmal auf Deutsch übersetzen, was du gerade gesagt hast? Verstehen Sie kein Deutsch? Das ist nicht mein Problem. So, ich verstehe Ihnen. So was kann ich mir von der Kacke lassen. Na gucke, gut, dass wir das auch geklärt haben. Ich verstehe also kein Deutsch. Naja, ich hoffe, euch hat das kurze Video auch wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Besucht ansonsten gerne auch unsere neue Twitter-Seite, Callcenter Abzocke bzw. @ccabzocke. Hinterlasst auch dort gerne ein kleines Abo und wer möchte, kann gerne noch die Kommentare zuspammen. Ich bedanke mich. Hier seht ihr noch eine Playlist mit allen anderen Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.